Hallöchen und guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe uns gerade schon angezogen, denn wir werden jetzt losgehen zur Apotheke, da die Maus krank ist. Und ja, der Arzt hat auch zu. Der ist von heute bis in 2 Wochen im Urlaub. Deswegen werden wir jetzt einfach mal in die Apotheke gehen. Und ich werde mal gucken, ob die dieses Baby-Wick haben. Das haben mir einige von euch empfohlen. Dann hoffen wir mal, dass wir irgendwas kriegen. Ich habe hier auch noch unser Inhalationsgerät stehen. Damit haben wir gestern Abend auch noch mal kurz ein bisschen inhaliert. Das hat sie ganz, ganz toll gemacht. Sie hat die Maske selber gehalten, also richtig toll. Ja, und danach, denke ich, werden wir noch kurz beim Bäcker halten. Beziehungsweise beim Edeka. Da drin ist ein Bäcker, der hat sehr leckere Brötchen. Und dann dort auch direkt noch was für aufs Brötchen holen, weil wir haben gar nichts mehr. Erster Stopp ist auf jeden Fall erstmal Apotheke. Ja, und da gehen wir jetzt erstmal hin. Jetzt mein Schatz. Ich liebe diese Zöpfchen. Endlich sind die Haare lang genug. Jetzt geht's wieder auf nach Hause. Wir waren gerade noch relativ viel bei Edeka einkaufen. Obst und Sachen zum Frühstück. Und ich habe mir einen Kaffee geholt. Und jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Und dann wird lecker gefrühstückt. Wir sind wieder zu Hause. Und jetzt räume ich einmal schnell hier unten den Kinderwagen leer. Ja, damit wir frühstücken können. Weil die Mausi hat Hunger. Sie, welchen möchtest du haben? Eine. Nicht zwei. Eins, zwei oder drei. Den? Alles klar. So, bevor du den kaputt machst, stellt die Mauer den Arsch an der Seite. So, Schatzi, dann schmier ich dir erstmal schnell ein Brot. Ich wollte ja dieses Wick-Baby haben. Das hatten die aber gerade nicht da. Und deswegen hat sie mir Thymian-Myrte-Balsam für Kinder gegeben. Das ist wohl auch sowas in die Richtung. Das fokussiert leider nicht, tut mir leid. Ja, das kann man halt auch eben auf die Brust und auf den Rücken schmieren. Und dann Hustensaft, weil sie halt sehr stark hustet und noch so ein bisschen blechernd. Und gerade halt nachts ganz, ganz, ganz doll. Und ich mache mir jetzt hier ein Brot mit Geramon. Ich habe jetzt angefangen, auf Netflix die Dokumentation Das Verschwinden der Madeleine McCann, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, zu schauen. Es ist auf jeden Fall echt super krass. Weiß jetzt nicht, ob jedem der Name was sagt. Ihr habt es wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist ein Mädchen, das 2007 verschwunden ist und immer noch nicht wiedergefunden wurde. Das war so, was ich darüber wusste. Und als ich dann diese Dokumentation angefangen habe, habe ich dann, also ich habe jetzt erst, war jetzt erst bei der zweiten Folge, aber in der ersten Folge haben sie erstmal so erklärt, ja, wo und was und wie und überhaupt. Und ich wusste überhaupt nicht, dass die Familie im Urlaub war und die aus. Also die waren in Portugal, in Praia de Luz und waren da in so einer Ferienanlage, wo so einzelne Apartments sind. Und auf dem Gelände war dann eben auch so ein Tapas-Restaurant und die waren wohl noch mit mehreren befreundeten Familien im Urlaub, haben die Kinder hingelegt abends und sind dann halt in das Tapas-Restaurant, was ein paar Meter Luftlinie entfernt war, gegangen und dann immer abwechselnd alle 20 bis 30 Minuten nach den Kindern gucken gegangen. An einem von diesen Abenden wurde die Madeleine aus dem Apartment raus entführt. Und ich habe auch mit Basti so ein bisschen darüber gesprochen und er meinte so, ja, aber was ist denn jetzt daran besonders? Also es werden jeden Tag, so gerade auch in Kenia oder so, hat er gesagt, es werden so viele Kinder entführt und jetzt mal ganz so gesagt, da wird nicht so ein Buhai drum gemacht und um diese Geschichte, die ging halt wirklich unglaublich um die Welt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber es ist, klingt total doof, wenn man sowas sagt, aber jetzt gerade so als deutscher Staatsbürger kann man sich einfach viel eher vorstellen, dass man im Urlaub ist und das Kind entführt wird. Das geht einem irgendwie viel näher, weil man sich vorstellen kann, dass einem das selber passiert, als dass ein Kind in Afrika bei einem Schulweg von, keine Ahnung, einer Stunde oder sowas entführt wird und zum Sklaven gemacht wird. Das kann man sich halt nicht so vorstellen, dass das passiert. Und ja, wenn halt auch die eigenen Staatsbürger eben in Portugal so
daran teilhaben und selber so betroffen sind, weil die niemals gerechnet hätten, dass sowas in diesem Land passiert, besonders nicht in der Umgebung bzw. in diesem Ort, weil das als der sicherste Ort Portugals galt zumindest. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Wenn man im Urlaub ist und die Kinder dann auch noch älter sind, natürlich denkt man dann auch mal darüber nach, das Babyfon anzumachen und dann hoteleigenen Restaurant oder so einfach mal essen zu gehen. Ne? Nur als Eltern. Aber ja, wenn man so eine Geschichte hört, natürlich ist das jetzt einer von keine Ahnung wie vielen Fällen. Ne? Wie viele Menschen oder wie viele Eltern machen das und es ist nie was passiert. Aber trotzdem ist da dann irgendwann doch schon, entwickelt sich dann doch schon ein bisschen die Angst, wenn man irgendwann mal im Urlaub ist, ob man das Kind wirklich da irgendwo alleine lassen will oder nicht. Ich meine, natürlich, ne, es ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes als in einem Hotel, wo man jetzt nicht direkt von, gerade wenn man weit oben ist, wo niemand durchs Fenster einsteigen kann. Aber trotzdem, also mir geht das unglaublich nah. Basti hat auch gefragt, warum ich mir sowas überhaupt angucke. Ich kann es gar, also Basti wird sich sowas niemals angucken. Warum kann ich ehrlich gesagt auch nicht genau sagen. Ich finde es einfach super spannend, solche Themen. So alles rum und dran finde ich einfach sehr, sehr spannend zu verfolgen. Und gerade auch, weil ich überhaupt nicht wusste, ich kannte diesen Namen und ich wusste, dass das Mädchen mit 3 Jahren entführt wurde und ja, später immer noch gar keine Spur da ist. Aber ich kannte die ganze Geschichte drumherum nicht. Wir frühstücken jetzt erstmal. Heute um 2 treffen wir uns mit einer meiner alten Schulfreundinnen aus meiner Berufsschule. Gymnasium, also aus dem Gymnasium, meine vorletzte Schule sozusagen. Ja, mit der treffen wir uns heute im Center. Mal wieder. Ich habe Emma gerade den Saft gegeben, den ersten Löffel. Und ich ärgere mich voll, dass ich es gerade nicht gefilmt habe, weil sie so gemacht hat. Hat sie den Kopf geschüttelt. Und jetzt creme ich sie noch ein bisschen damit ein oder reibe sie damit ein. Emma, jetzt erstmal nicht. Du kriegst später nochmal einen Löffel. Ich weiß ja nicht, warum du jetzt noch einen Löffel möchtest, weil eigentlich mochtest du es ja nicht. Wir haben jetzt 15:45 und ich habe Emma jetzt in die Trage genommen, weil wir ja um 2 Uhr verabredet sind, dass sie jetzt ihren Mittagsschlaf macht. Aber weil sie so krank ist, ja, schaffe ich es momentan oder klappt es einfach nicht, sie im eigenen Bett hinzulegen. Deswegen ist sie jetzt hier in der Trage. Momentan ist sie auf jeden Fall, sie ist einfach voll das Tragebaby, liebt es einfach. Moment jetzt. Ich melde mich dann gleich, wenn sie wieder wach ist. So, wir sind schon wieder was spät dran, aber wir gehen jetzt los. Emma ist jetzt gerade wach geworden und ist jetzt aber gerade noch in der Trage. Ich habe die Sachen einfach jetzt hier einmal reingelegt. Dann ziehe ich sie gleich im Auto schnell an. Ups. Die 1 hängt da übrigens immer noch. Ja, ich freue mich jetzt schon. Jetzt mal Hallo sagen, ich wollte sie. Wir sind ja ganz sicher aneinander. Sie riecht einfach so krass nach diesem Thymian-Myrte-Balsam. Mein kleines Balzi. Wir sind da. Hallo, Schätzi. Kleine Motzekugel. Wirft gerade die ganze Zeit ihre Sachen runter. Ich wollte ihr was zu essen geben. Das hat sie ausgespuckt. Das Quetschi, was sie eigentlich immer isst, wollte sie auch nicht wirklich. Und hat sich damit vollgesaut. Ja. Ja, was möchtest du jetzt haben? Ah ja, in den Rucksack rein. Alles klar. Okay. Und jetzt noch eins. Und ich habe wie immer mein White Chocolate Mocha. Wir sind gerade da reingekommen. Und er meinte so, wie immer, White Chocolate Mocha mit Sahne. Und ich so, ja. Und jetzt sitzen wir hier ein bisschen quatschen. Und du wirst eine nach der anderen Sache runter. Sie
Ja, ja, ja. Sie hat so einen richtigen Klatsch gekriegt, das hat sich von dir. Wir sind, ich hoffe, ihr könnt mich auch verstehen. Oh ja. Nein, 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 nein. Ja, danke schön. Ja, wir sind jetzt unten in der Fressmeile, aber wir fressen nichts. Und Mausi ist ziemlich motzig. Oh ja, die Kamera sticht schon seine Babyhände, ne? Ja. Nein, 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 nein. Oh. Ja, jetzt quatschen wir hier noch ein bisschen. Ich habe eben noch ein paar Sachen für Emma bei H&M geholt und noch was bei MyToys. Das zeige ich euch aber nachher. Wenn wir zu Hause sind und Emma schon wieder voll müde und ich dödel, also nicht dödel, ich habe die Trage im Auto gelassen, weil ich dachte, auch die hat eh geschlafen. Ne, brauche ich nicht, jetzt schläft die nicht mehr, aber die ist so müde einfach. Die wollte nichts essen die ganze Zeit, nicht singen. Mach gucken. Hi. Ja, mein kleiner Wirbelwind. Okay. Ruhig mit dir. Eine Mutter in ihrem Element. Wir haben uns jetzt gerade verabschiedet, weil die Mausi super müde ist und wir jetzt einfach mal nach Hause müssen und sie eine Runde schlafen muss. Nicht passiert. Ja, deswegen fahren wir jetzt nach Hause und dann müssen wir nachher auch noch den Wocheneinkauf machen. Basti war jetzt kurz da. Ja, aber ist jetzt direkt weiter zum Sport. Und er musste mir jetzt noch einmal schnell 5 Zahlen sagen, damit ich wieder meine Liste machen kann, was wir die Woche essen. Einmal Flammkuchen, einmal Pizza, einmal Pulled Chicken Salat, einmal Hackreispfanne und Brokkoli-Cremesuppe. Und ja, jetzt wie immer in mein Büchlein schreibe ich mir jetzt auf, was ich da einkaufen muss. Und dann geht's los. So, ich habe jetzt alles aufgeschrieben. Ich schreibe mir das hier vor und dann in der richtigen Reihenfolge, damit ich nicht immer hin und her laufen muss. Ja, und jetzt gehen wir einkaufen. Na Spazi, ich habe sie gerade umgezogen, weil sie sich eben ein bisschen eingesaut hat. Das machen wir jetzt wieder schön zu. Wir brauchen hier noch so ein zweites Ding, weil die untere Schublade kriegt sie ja immer noch auf. Aber ich habe das leider bei DM nicht mehr gefunden. Das war mal von DM, aber ich glaube, die haben das aus dem Sortiment genommen. Total doof. Wir sind zurück und wir hatten ein kleines Windelmalheur und ich hatte Emma hinten in der Trage, deswegen musste ich auch mein T-Shirt wechseln und sie immer umziehen. Und jetzt räume ich einmal hier die Sachen aus und ich wollte eigentlich, weil ich mache einmal Pizza, hatte ich ja eben schon erwähnt, und ich wollte eigentlich Oregano haben, weil unser Oregano leer ist, aber überall von jeder Marke war Oregano ausverkauft. Und man hört ja irgendwie nur Gutes über diese Just Spices und da habe ich dann mal gedacht, guckst du mal, vielleicht haben die ja ein Pizzagewürz. Und tatsächlich, das ist, finde ich, ziemlich teuer, 3,99 €. Aber ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe bis jetzt nur Positives darüber gehört. Und freue mich sehr, das dann auf der Pizza auszutesten. Und dann wollte ich euch gleich noch, ist mir nämlich eben eingefallen, ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, was ich für Emma gekauft habe. Und für Ostern das Geschenk. Aber erstmal packe ich die Sachen aus, weil hier sind Sachen, die in den Kühlschrank müssen. So, also die eine Hose habt ihr eben schon gesehen. Und dieselbe nochmal in rosa, das andere ist ja so ein Mint. Ja, Schatzi. Und dann einmal diese Käppi hier. Wenn es jetzt so ein bisschen sonnig wird zum Spazieren gehen, ist das ganz praktisch. Und auch wenn es was wärmer wird, hier mal solche ärmellosen Bodies. Die hat mich jetzt gerade angerufen und gesagt, dass
jetzt auf dem Rückweg ist vom Sport. Deswegen fange ich jetzt an zu kochen. Und zwar mache ich heute Pulled Chicken Salat. Solltet ihr eigentlich wahrscheinlich alle kennen. Zumindest die, die mir auf Instagram folgen. Ist ja eklig. Oder irgendwas Fettiges noch auf dem Herd. Hier. So, Emma schmeißt immer die Geschirrhandtücher runter. Und dafür mache ich jetzt allererstes jetzt das Hühnchen. Falls ihr das Rezept haben wollt, schaut bei Instagram bei meinen Highlights unter Rezepte. Da ist das drin. Ich wollte euch ja noch zeigen. Ja, spaziert, was wir jetzt haben. Ich wollte euch ja noch zeigen, was. Okay, Emma zeigt euch. Die rein, ne? Die ist voll fettig noch. Ja, dann muss ich die Perlen waschen, dann wird das nichts mehr. Ich habe für Emma zu Ostern einen neuen Toni geholt. Wir haben bis jetzt 2 Kreativ-Tonis, aber noch keinen normalen. Und ja, Basti und ich mochten früher super gerne Tabaluga. Und das ist ein Hörspiel inklusive Musik, was ich sehr, sehr cool fand. Deswegen gibt's zu Ostern einen Tabaluga-Toni. Ja, bin sehr gespannt. Ich hoffe, der gefällt ihr. Weiß ich nicht. Hinsetzen! 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 Super! Auf deine Pappe! Nein! Ja! Super! Schätze ich. Hier, komm her! Ja! 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 Ja, super! Ja! So, ihr Lieben, ich bereite jetzt noch Emmas Gute-Nacht-Flasche vor. Die beiden sind schon rüber ins Schlafzimmer gegangen. Wir haben jetzt 9 Uhr. Es ist immer für uns Zeit, ins Bettchen zu gehen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier an der Stelle. Hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Wenn ja, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von uns und unserem Alltag sehen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mua!